Unser grünes Ziel ist klar. Wir wollen Baden-Württemberg klimaneutral machen. Und zwar so schnell als möglich. Die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, das ist Grundlage unserer Politik. Das ist notwendig, wenn wir den kommenden Generationen einen lebenswerten Planeten hinterlassen wollen. Für diesen sozial-ökologischen Umbau von Wirtschaft und Gesellschaft haben wir in den vergangenen Jahren wichtige Weichen gestellt. Wir haben ein ambitioniertes Klimaschutzgesetz auf den Weg gebracht. Die erneuerbaren Energien aus Wind, Wasser, Sonne haben wir verdoppelt. Und wir haben somit die CO2-Emissionen um ein Viertel senken können. Wir haben viel erreicht, aber das reicht nicht aus. Wir haben noch viel mehr vor. Wir wollen mehr Tempo in die Klimaschutzpolitik bringen, durch ein Klimaschutz-Sofortprogramm. Überall, wo es möglich ist, wollen wir auf unsere Dächer in Baden-Württemberg Photovoltaikanlagen installieren. Und wir wollen die Windkraft weiter voranbringen, insbesondere im baden-württembergischen Staatswald. Wir wollen die nachhaltige Mobilitätswende, die Bus, Bahn und das Fahrrad ins Zentrum rückt. Wir wollen die Verkehrsfinanzierung auf diese umweltfreundlichen Verkehrsträger fokussieren. Und wir brauchen weniger und sauberere Autos. Wir wollen das Automobilland Baden-Württemberg zum nachhaltigen Mobilitätsland weiterentwickeln. Das ist nicht nur eine ökologische Notwendigkeit, sondern die bietet die Chance, unseren wirtschaftlichen Wohlstand und die Arbeitsplätze von morgen zu sichern.